Sophia, ein leider wenig gezeigter bzw. kurz gezeigter Charakter in der Serie The Walking Dead und auch ein sehr tragischer Tod bzw. ein sehr frühes Ableben von diesem kleinen Mädel. Aber durch Sophias Tod sind die Ereignisse, die wir in The Walking Dead kennen, quasi ja erst ins Rollen gekommen. Und was passiert wäre, wenn Sophia nicht quasi abgehauen wäre und dann gebissen und gestorben wäre. Das will ich in diesem Video mal mit euch bereden und deswegen heiße ich euch direkt mal herzlich willkommen zu der neuen Folge von Couch Time. Ja, da das letzte Video, das letzte Fan-Theorie-Video von The Walking Dead bezüglich, was sich verändert hätte, wenn Rick nicht aus dem Koma aufgewacht wäre, beziehungsweise ob Rick eigentlich der ist, der in The Walking Dead für alles Schlechte verantwortlich ist, so gut ankam und ich auch sehr viel Feedback von euch dazu bekommen habe, hatte ich direkt Bock, einen neuen Part aufzunehmen. Und das ist das hier. Ja, wie gesagt, in diesem Part geht es darum, was wäre, wenn Sophia nicht gestorben wäre, beziehungsweise gar nicht erst abgehauen wäre. Vorab, hier kann es ein bisschen zu Spoilern kommen, aber ich denke tatsächlich gar nicht mal so wirklich viele essentielle Spoiler, die wirklich wenig Leute nicht kennen sollten. Also die Leute, die jetzt wirklich frisch anfangen, klar, die sind definitiv, die sind ja jetzt schon gespoilert durch die Ankündigung. Lassen wir mal hingestellt. Bevor wir anfangen, möchte ich direkt noch sagen, checkt gerne die anderen Videos aus. Lasst gerne vielleicht ein Abo da, wenn euch der Kanal gefallen hat, wenn ihr schon mehr davon gesehen habt. Und vor allem, wenn ihr Bock habt, schreibt mir gerne in die Kommentare mal Fantheorien von The Walking Dead, über die ich mal noch ein Video machen könnte. Ob das eure Fantheorien sind, ob das Ideen für Fantheorien sind oder ob es welche sind, die es auch so im Internet gibt, schreibt es gerne mal rein und ich mache höchstwahrscheinlich daraus ein Video. Starten wir also. Staffel 1 von The Walking Dead lassen wir einfach genauso, wie es passiert ist, passieren und starten in Staffel 2 quasi direkt mit der Action rein. Ja, sie sind auf dem Highway auf dem Weg nach Fort Benning, weil das die letzte Information der Atlanta-Gruppe ist, wo das Militär anscheinend noch standhaft sein sollte. Weswegen das auch das große Ziel zu diesem Zeitpunkt ist. Aufgehalten wird die Reise natürlich, wie soll es auch sein, auf dem Highway durch Stau, aber der nicht durch Menschen verursacht, sondern einfach durch Nicht-Menschen verursacht wurde, weil halt keine Menschen mehr da sind, die weiterfahren könnten. Genau, wir kennen es alle, die berühmte Highway-Szene. Sie sind dabei, die Autos wegzuschaffen und hier und da, großes Talara und hin und her. Es werden coole, es gibt viele gute Szenen, wie es wird Wasser gefunden, Medikamente, es wird alles Mögliche gefunden, alles super toll. Und dann kommt es zum Bruch und zwar kommt die erste wirklich schön große Horde, die nach dem Atlanta-Besuch, weil die Atlanta-Horde, weiß ich nicht, das war einfach so, es war halt eine Großstadt, aber das war so die erste Horde, die außerhalb der Stadt war. Und ja, da fängt's an, es verstecken sich alle, Sophia versteckt sich unter einem Auto, Karl, alle verstecken sich unter Autos, Innenautos und. Und da passiert es, Sophia haut ab und Rick rennt ihr hinterher und findet sie, sagt zu ihr, bleib hier in diesem wunderschönen eiskalten Wasserloch sitzen, ich lock die Zombies weg und du bleibst hier sitzen, auch wenn du richtige Panik hast. Ja, Rick, das war wahrscheinlich nicht so dein bloßer Move, nee. Vor allem, wenn wir wissen, dass du easy diese 2-3 Beißer hättest fertig machen können, aber Rick war zu diesem Zeitpunkt noch nicht der Rick, den wir kennen. Kommen wir nämlich gleich noch drauf zu sprechen. In diesem Fall bleibt Sophia da, Rick schafft es, die Beißer wegzulocken, holt Sophia wieder, geht zurück und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Ergo können wir direkt schon mal abhaken, es werden auch in diesem Fall niemals die Farm der Greens besucht. Ergo, Maggie und Glenn treffen nicht aufeinander, Beth lebt potenziell noch, Herschel hat noch beide Beine und auch alle anderen Charaktere da drumherum leben. Abgesehen davon hat Karl auch eine Schusswunde weniger. Gehen wir einfach mal ab diesem Punkt weiter. Wie gesagt, das Reiseziel war Fort Benning. Ab dem Punkt würde ich sagen, gibt es tatsächlich zwei Wege, in die es hätte gehen können. Der eine ist etwas länger und der andere ist ein, naja, relativ kurzer Weg. Starten wir einfach mal mit dem kurzen Weg. Weiterhin, Reise geht nach Fort Benning. Sie haben die Autos beiseite geschaffen, haben geschafft, irgendwie durchzukommen, auch wenn Dales Schlauch immer mal wieder, der Kühlerschlauch immer mal wieder geplatzt oder gerissen oder was weiß ich, ist. Wir sagen einfach mal, sie hätten es ohne Probleme nach Fort Benning geschafft. Interessant, ich habe eine The Walking Dead Map gesehen. Also es gibt Menschen, die sich die Mühe gegeben haben, diese Orte in The Walking Dead auf der Google Maps Map von Amerika zu platzieren, wo ich es interessant fand, dass da, wo quasi The Walking Dead startet, in Atlanta, Fort Benning halt wirklich gar nicht so weit weg ist. Und jetzt kommt es aufs Große. Fort Benning, einfach nur ein Fun Fact, Fort Benning liegt quasi genau entgegengesetzte Richtung, wo wir jetzt in der letzten Staffel von The Walking Dead enden. Das war einfach quasi, anstatt dass die ganze Truppe nach links gegangen ist, sind sie halt einfach straight nach rechts gegangen, nachdem sie vom Highway runter waren. Unsere Helden sind einfach, wie gesagt, auf dem Weg nach Fort Benning. Und hier kommt es dann jetzt zu der großen Frage. Wir haben durch ein Gespräch mit einem von Governors Mitarbeiter erfahren, dass Fort Benning überrannt wurde. Er war da, hat da noch mitgekämpft und Fort Benning wurde überrannt. Wichtig ist jetzt hier, in was für einem Zeitraum spielt es. So, also zwischen Governor und dem
Punkt, wo unsere Helden auf dem Highway festgesessen haben, da ist ja ein bisschen Zeit. Ist die Frage, hätten sie es noch rechtzeitig nach Fort Benning geschafft? Für dieses Szenario sagen wir einfach mal, ja, sie hätten es nach Fort Benning geschafft, bevor es überrannt wurde. Gehen wir vielleicht ein bisschen spezifischer rein und sagen, okay, es wurde gerade angefangen, es hat gerade angefangen, dass die Zombies da rein walken. Nehmen wir an, unsere Gruppe wäre da gewesen. Zählen wir einfach mal auf. Wir haben zwei Kinder. Wir haben eine alte, noch nicht wirklich überlebensfähige Carol. Wir haben eine schwangere Lori. Wir haben einen komplett verwirrten Shane. Wir haben einen noch keinen Badass Rick. Wir haben Dale, T-Dog, Andrea. Das müsste so der Stand sein von denen, die da waren. Und ich sag's, wie es ist. Zu dem Zeitpunkt in The Walking Dead hätte unsere Gruppe bis auf Shane und Rick zum Teil nicht wirklich viel helfen können, weil wir müssen jetzt also sagen, Andrea hatte noch nicht ihr Schusswaffentraining, weil sie es nicht auf der Green Farm bekommen hat. Auch alle anderen wurden nicht im Schießen ausgebildet. Weswegen es hier wirklich darauf ankommt, dass das Militär plus Shane und Rick vielleicht und auch noch ein bisschen von Dale ab und vielleicht auch T-Dog noch, aber sonst war wirklich keine Unterstützung da. So im kurzen Szenario 1 wäre für mich quasi die Option, sie wären angekommen, sie hätten vielleicht ein bisschen mitgeholfen und wären auch direkt überrannt worden. Das wäre Möglichkeit Nummer 1, eine sehr kurze Möglichkeit. Gehen wir aber zu Möglichkeit 2, ein bisschen längere Möglichkeit und auch vielleicht sogar eine interessantere. Und zwar einfach nur vorab gesagt, natürlich passiert halt nichts, weil wie gesagt, nochmal, alle Ereignisse nach dem Highway passieren rechts und Fort Benning ist links. Das heißt, sie werden niemals Probleme mit den Saviors haben, niemals das Kingdom, niemals Alexandria, niemals Hilltop oder auch Terminus irgendwie sehen. Das ist sehr wichtig. Wir gehen jetzt in diesem Fall davon aus, sie schaffen es nach Fort Benning und Fort Benning wurde schon überrannt. Gehen wir einfach davon aus, dass die Zombies aber weitergezogen sind. Somit wäre Fort Benning eventuell das erste Prison gewesen. Und wir gehen auch mal davon aus, dass da noch ein paar Leichen rumliegen mit Waffen und Ausrüstung und vielleicht sogar Munition. In dem Fall wäre es eine sehr, sehr, sehr gute Voraussetzung für die Atlanta-Gruppe gewesen, einen Start oder zumindest einen Camp aufzuschlagen. Weil Fort Benning ist es halt ein amerikanischer, US-amerikanisch-militärischer Stützpunkt, der ist wahrscheinlich sehr gut standhaft. Und wie gesagt, wir gehen einfach mal davon aus, die Zombies sind nicht mehr da. Somit fängt quasi der Prison Arc in dem Fall schon relativ früh an. Klar, es ist eine sehr kleine Gruppe, die keine Ahnung von Tuten und Blasen hat, aber ich gehe tatsächlich in diesem Fall davon aus, dass Rick und Shane, der Konflikt zwischen den beiden würde Rick den kürzeren ziehen, denn in dieser Zeit hat Rick schon sehr viel, hätte er schon sehr viel durchmachen müssen. Carl wurde angeschossen. Es gibt ein Hin und Her zwischen Shane wegen Lori und dem Kind. Es passieren viele Dinge nicht, die Rick schon ein wenig verändert haben. Deswegen würde ich glauben, in diesem Szenario, wenn Sophia noch da gewesen wäre, wäre Rick quasi der sich irgendwann unterworfen hätte, wenn nicht sogar, dass Shane ihn eventuell getötet hätte. Wir gehen mal davon aus, er hätte ihn nicht getötet, Shane hätte nur auf den Tisch gehauen und gesagt, so, leckt mich am Arsch, ich bin jetzt hier der Obermotherfucker. Und dann muss ich sagen, hätte die Gruppe keine großartigen Probleme gehabt. Klar, Shane hatte immer einen Knacks weg, aber ja, ne, was soll ich sagen, Rick ist ihm halt ein Dorn im Auge und nehmen wir auch mal an, er hätte ihn getötet. Ja, wie hätte Carl reagiert, wie hätte Lori reagiert, also es wäre ja nie gut für Shane ausgegangen, aber wie gesagt, wir sagen einfach mal, Rick hätte gesagt, okay, Bro, hier, ich tanze nach deiner Pfeife, du hast recht, ich bin hier der Neue und ja, mach du. Ich würde sagen, diese Gruppe hätte sich aber ins Schlechte entwickelt. Sie wäre nicht zu einer so, zum Teil, wir kennen es ja, Rick hat sehr viele Leute frühzeitig nicht an sich rangelassen, was auch oft gut war, aber diese Gruppe hier wäre schon eine sehr, ich würde mal sagen, radikale Gruppe. Ich glaube, dass Shanes Führung in dieser Gruppe die Gruppe dazu gebracht hätte, sehr viele neue Leute nicht aufzunehmen, sehr vielen Leuten nicht zu trauen oder zu misstrauen und dementsprechend auch sehr viele Leute vielleicht ohne vorher zu fragen, über den Haufen zu schießen. Und das hätte natürlich allen in der Gruppe nicht gut getan, aber für die Zombie-Apokalypse schon. Weil ein Karl wäre natürlich ganz anders aufgewachsen, mit anderen Prioritäten bzw. mit anderen Vorbildern, sage ich mal. Also ich glaube, es wäre eine richtige Badass-Gruppe geworden, die wirklich schon vielleicht sogar an die Saviors rankommen würde. Nicht so ganz radikal, aber auch nicht so hoffnungsvoll, wie Ricks Gruppe eigentlich oftmals ist. Gehen wir auch noch weiterhin davon aus, sie wären in Fort Benning geblieben und es wäre ein Langzeit guter Stützpunkt gewesen. Irgendwann wäre auch überrannt worden und sie hätten irgendwo anders hingehen müssen. Und ich glaube, die Charaktere, die wir in dem Fall bekommen hätten, wären ein leider weichlicher Rick, ein unfassbar brutaler, vielleicht sogar dem Schauspieler würdiger Punisher-ähnlicher Shane. Wir hätten, glaube ich, den
badassigsten Karl bekommen, den wir hätten bekommen können. Judith wäre natürlich auch in Sicherheit auf die Welt gekommen. Laurie wäre natürlich auch am Leben gewesen. Laurie hätte sich vielleicht gar nicht mal so viel verändert. Schwierig zu sagen. Aber Karl und vor allem, glaube ich, Sophia wären richtig, richtig gutes Pärchen geworden und ein richtig sehr krasses Tag-Team. Carol, glaube ich, dass sie weiterhin leider eher so die stille, graue Mäuschen geblieben wäre. Und ich muss sagen, Daryl wäre relativ früh abgehauen und hätte sich entweder allein durchgeschlagen oder wäre irgendwem hätte sich angeschlossen. Aber ich glaube, Daryl wäre nicht bei der Gruppe geblieben, wenn Rick nicht das Sagen gehabt hätte. Weil Daryl und Shane war ja auch oftmals eher so, anstatt... Ihr versteht, was ich meine. Es gibt ja sehr viele interessante, ich sag mal, Artworks, wie Karl hätte aussehen können. Und einfach nur des Spaßes halber gehen wir mal davon aus, Karl hätte auch seine Augenverletzung durch die Augenklappe. Karl hätte den Revolver und den Hut natürlich auch von Rick geerbt. Vielleicht auch irgendwo ein Katana gefunden, weil ich kenne, ein Bild habe ich da gesehen, was einfach perfekt war. Und so ein Karl könnte ich mir vorstellen. Und wie gesagt, alle, die Jüngeren, auch Judith, wäre natürlich ganz anders aufgewachsen. Ich glaube halt, dass es eine sehr abgehärtete Gruppe war, wo man sagen muss, Judith ist ja auch schon sehr hart. Also abgehärtet. Natürlich auch offen gegenüber Neuen. Sagt hier, ja Leute, ich helfe euch mal. Aber das wären schon... Ich glaube, das wäre eine Killergruppe gewesen. Wäre interessant vielleicht sogar gewesen. Ich glaube, das wäre so eine richtige Badass-Hau-drauf-Gruppe gewesen, die auch eine interessante Geschichte gehabt hätte. Und das tatsächlich dann aus einem Grund, und zwar einfach der, dass Sophia nicht verloren gegangen wäre und dann gestorben wäre und sie einfach nach Fort Benning gekommen wäre. Natürlich, wie gesagt, es gibt diese zwei Möglichkeiten. Einmal, dass es überrannt wurde und sie helfen, beziehungsweise nicht helfen, und dass es schon überrannt wurde und sie einfach nur noch sich an den Resten bedienen. Ja, das waren so zwei Theorien, die ich so mir gut vorstellen könnte, die Sophia quasi ausgelöst hätte, wenn sie nicht abgehauen wäre, beziehungsweise halt nicht verloren gegangen wäre. Denn wenn wir eins in The Walking Dead gelernt haben, dann ist es tatsächlich, ja, ich würde einfach sagen, ein Butterfly-Effekt, weil es sind oftmals sehr kleine, minimale Dinge, die in dieser Serie große Dinge ins Rollen gebracht haben. Sophias Verschwinden, Ricks Aufwachen aus dem Koma und. Denn das, was es noch so alles gibt, spare ich mir einfach mal für weitere Videos auf. Ich habe schon ein paar Theorien noch in Rückhand, aber wie gesagt, das war meine Theorie zu, was wäre, wenn Sophia nicht gestorben wäre. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, ob ihr ähnlicher Meinung seid oder was eure Meinung ist. Haut sie gerne raus. Ich bin tatsächlich sehr, sehr offen dafür, weil auch bei dem letzten Video, wie gesagt, euer Feedback war echt geil. Es gab viel, was auch gesagt hat, hier, okay, stimmt schon, aber Rick hat auch viel Gutes gemacht, was ich absolut unterschreibe. Also, keine Frage. Rick hat nicht nur Scheiße gebaut, sage ich mal so. Aber wie gesagt, können wir gerne in den Kommentaren drüber, stellen Sie mal, diskutieren, auch wenn es sich nicht so schön anhört, aber einfach mal uns drüber austauschen. Und wie gesagt, wenn ihr weitere solcher Videos nicht verpassen wollt, checkt den Kanal aus, lasst euch ein bisschen berieseln und vielleicht gefällt euch so sehr, dass ihr gerne ein Abo dalassen würdet. Man weiß es nicht. Und wenn das der Fall ist, würde ich einfach sagen, sehen wir uns wahrscheinlich dann im nächsten Video wieder nach wie vor auf derselben Couch und ich bin bis dahin raus. Ciao.